Zur Reparatur des Pralltellers müssen Sie zuerst die Schraube mit einem Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn lösen. Entfernen Sie nun die Distanzscheiben. Danach können die Neuteile montiert werden. Fügen Sie nun die beiden Teile aus dem Reparaturset zusammen und geben Sie die Distanzscheiben wieder auf den Prallteller. Bevor Sie die Teile wieder anschrauben, geben Sie zur Sicherung der Schraube einen Tropfen Loctite 542 auf das Gewinde. Sie können nun die Neuteile wieder an dem Strahlrohr montieren. Nehmen Sie dazu den Innensechskantschlüssel und fixieren Sie den Prallteller mit der Schraube. Der Prallteller ist nun ordnungsgemäß repariert. Bevor Sie das Strahlrohr wieder wie gewohnt in Gebrauch nehmen, führen Sie eine Funktionsprobe durch. Thank you.